Herr Wimmer, die Münchner Sicherheitskonferenz wird heute eröffnet. Sind Sie heute auch dort? Ich bin schon seit langem nicht mehr bei dieser Veranstaltung und ich betrachte sie auch als Kriegskonferenz und nicht als Sicherheitskonferenz. Okay, und wären Sie aber gerne hingefahren? Wenn ja, was würden Sie denn dort ansprechen und den Staats- und Regierungschef sagen wollen? Also ich würde da nicht hinfahren wollen, weil ich das für nutzlose Zeitverschwendung halten würde in Zusammenhang mit denen, die da mehrheitlich eingeladen worden sind. Man muss ja eins in Rechnung stellen. Es könnte sich ja um den Versuch handeln, bei dieser Konferenz dem Westen ein gutes Gewissen in Zusammenhang mit seinem außen- und sicherheitspolitischen Tun zu verschaffen. Aber man muss auch gerade vor dem Hintergrund der heutigen Erklärungen von Herrn Ischinger sagen, es ist der Nachweis für eine aus meiner Sicht fast kriminelle westliche Politik der letzten Jahrzehnte, die Welt wieder dahin zurückzubringen, wo wir sie 1990 verlassen haben, nämlich den Kalten Krieg wieder neu aufzulegen. Es ist nichts anderes. Welche Äußerungen meinen Sie konkret? Die Äußerung von Herrn Ischinger, dass es seit Jahrzehnten nicht mehr so duster ausgesehen hat um die globale Sicherheit und dass Ereignisse, die man angeblich nicht will, dazu beitragen können, den großen Konflikt auszulösen. Das ist die erklärte Politik der NATO, so etwas zu veranstalten. Und deswegen kann ich nur sagen, das sind Krokodilstränen am völlig falschen Platz. Mhm. Die Sicherheitskonferenz wurde ja 63 gegründet. Damals war der Kalte Krieg das große Thema. Wie hat sich die Münchner Sicherheitskonferenz seitdem verändert und entwickelt? Man sieht an der Entwicklung dieser Konferenz, die ja mit Steuermitteln finanziert wird, man sieht an dieser Entwicklung, wie sich die Welt verändert hat. Seinerzeit ging es bei der NATO um eine Verteidigung, wie man sie empfunden hat, gegenüber dem Warschauer Pakt. Und das war das auch von mir angesprochene gute Gewissen, was man seinerzeit haben konnte, auf der mental richtigen Seite zu stehen. Das heißt, nicht aggressiv zu sein, sich verteidigen zu wollen für die Werte, für die man steht. Die Entwicklung seit Ende des Kalten Krieges hat deutlich gemacht, dass der Westen offensichtlich mit dem Ende des Kalten Krieges nichts anfangen konnte. Frieden ist nicht das Ding der NATO. Und die Vereinigten Staaten und die gewöhnlich kriegsführenden Mächte in Europa, wie die Briten und auch die Franzosen, haben alles getan, um uns wieder in einen Zustand zurückzubringen, den wir glaubten, 1990 verlassen zu haben. Das heißt, eine Konfrontationslage von uns gewollt gegenüber der Russischen Föderation. Und das ist das Verbrecherische aus meiner Sicht an dieser erklärten Politik des Westens. Mhm. Warum? Warum ist es dazu gekommen? Was hat Frankreich und Großbritannien dazu veranlasst, diese Politik einzuschlagen? Wir haben es offensichtlich in Europa mit Mächten zu tun, die außer Krieg führen, nichts anderes im Sinn haben. Das haben wir spätestens seit dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien gesehen. Und man muss sich ja in Erinnerung rufen, am Ende des Kalten Krieges stand nicht nur die deutsche Wiedervereinigung, sondern die berühmte Charta von Paris aus dem November 1990, wo sich die Staaten der nördlichen Hemisphäre, auf die es ankam, in die Hand versprochen haben, Krieg wird verbannt aus Europa. Das war die erklärte Politik und wir haben zu unserem Entsetzen gesehen, dass Bill Clinton und Madeleine Albright mit dem Krieg gegen Jugoslawien genau diesen Krieg wieder nach Europa zurückgebracht haben und alles getan haben, die Zusagen am Ende des Kalten Krieges gegenüber der Sowjetunion, die NATO nicht nach Osten auszudehnen, ins genaue Gegenteil zu verkehren. Und jetzt haben wir heute NATO-Panzer 150 Kilometer von St. Petersburg entfernt. Das deutsche Volk will das nicht. Die Regierung ist nicht in der Lage, sich gegenüber der NATO durchzusetzen. Und wir haben eine Konfrontationssituation, wie sie schlimmer nicht genannt sein kann. Ja.
Wenn man sich den Pressetext der Sicherheitskonferenz ansieht, dort steht auf der Tagesordnung ganz oben die Zukunft und Handlungsfähigkeit der Europäischen Union und ihre Beziehung zu Russland und den Vereinigten Staaten. Und auch der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, warnte vor neuen Kriegen, wie Sie auch bereits schon erwähnt haben. Die Gefahr sei so groß wie seit Jahrzehnten nicht mehr, sagte Ischinger. Ein Grund sei das Misstrauen zwischen Moskau und Washington. Misstrauen? Sehen Sie auch diese Gefahr und worin besteht diese Gefahr? Ich glaube, dass man dazu mehrere Anmerkungen machen soll zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Wir sehen im Zusammenhang mit dieser Sicherheitskonferenz oder aus meiner Sicht der Kriegskonferenz in München, dass ein Riesenbruch durch NATO und Europäische Union geht. In der NATO ist es so, dass die osteuropäischen Staaten gegenüber der Russischen Föderation eine Politik betreiben, die auf Konflikt und mehr und sogar auf Krieg aus ist und dass die Staaten und die Völker, wie zum Beispiel in Deutschland, das nicht akzeptieren. In der Europäischen Union ist es genau andersrum. Hier verfolgt die Bundesregierung in der Migrationsentwicklung eine Politik, die die osteuropäischen Staaten unter allen Umständen ablehnen. Das heißt, wenn wir uns derzeit mit dem beschäftigen, was in München auf der Tagesordnung stehen sollte, dann sehen wir, dass wir eigentlich handlungsunfähig sind. Und in einer solchen Situation regieren die amerikanischen Militärbefehlshaber. Das ist nicht eine Frage des Misstrauens zwischen Moskau und Washington, sondern das ist das Ergebnis einer gezielt aus Washington, London, Berlin und Paris betriebenen Politik gegenüber der Russischen Föderation. Die Russen sollen in die Knie gezwungen werden, ob durch Konflikt, Sanktionen oder möglicherweise durch Krieg. Es ist eine verbrecherische Politik. Mhm. Herr Wimmer, bei der Münchner Sicherheitskonferenz werden ja auch die USA hochrangig vertreten sein. Verteidigungsminister James Mattis und den nationalen Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster. Die beiden werden dort sein. USA rüstet er auch weiterhin unter Trump massiv auf. Auch Deutschland zeigt sein Engagement in den Rüstungsfragen. Deutschland ist dabei, mehr militärische Verantwortung zu übernehmen. Wenn man sich zum Beispiel auch das Engagement anguckt, NATO-Hauptquartier auf deutschem Boden, die Führung der schnellen NATO-Einsatztruppe. Sollten wir uns da vielleicht Sorgen machen, Herr Wimmer? Ja, wir müssen uns Sorgen machen, und zwar aus mehreren Gründen, die Sie gerade angesprochen haben. Wir haben es ja auch mit einer schizophrenen amerikanischen Politik zu tun. Auf der einen Seite einen amerikanischen Präsidenten, der offensichtlich jeden Tag von morgens bis abends um sein Überleben kämpft. Und auf der anderen Seite eine amerikanische Regierung, die sich ja zum ersten Mal in meinem Leben in den Händen von Militärs befindet. Und zwar das, was die wichtigsten Positionen dieser Regierung insgesamt anbetrifft. Und das ist das, was ich eben angesprochen habe mit dem System der amerikanischen Militärbefehlshaber, die die ganze Welt unter Kontrolle haben. Da läuft die eigentliche Politik, und die Bundesrepublik Deutschland ist unter der Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht mehr als ein Wurmfortsatz dieser Kräfte. Das muss man mit allem Nachdruck sagen, und deswegen laufen wir auch von einem Verhängnis in das nächste. Der jüngste Besuch der Verteidigungsministerin Frau von der Leyen in Jordanien und in Irak hat auch deutlich gemacht, dass unsere künftige Rolle zu sehen ist in einem möglichen Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Das ist das, was auf Deutschland zukommt, und zwar am deutschen Volk vorbei. Mhm. Herr Wimmer, wie sollte denn Russland und Putin, Wladimir Putin, darauf reagieren? Ich kann in Übereinstimmung mit dem, was ich hier in meinem eigenen Land höre, nur eins sagen. Die Leute sind heilfroh, dass im Zusammenhang mit dieser aktiven Kriegspolitik der NATO der russische Präsident und die russische Regierung ruhig Blut bewahren. Wenn wir auf der russischen Seite solche verantwortungslosen Elemente hätten wie im Bereich der NATO, dann gäbe es uns ja möglicherweise schon gar nicht mehr, weil dann der Krieg die wahrscheinliche Konsequenz sein würde. Das ist etwas, wo man jeden Tag hier in Deutschland dran denkt, dass unsere Sicherheit und unser Überleben eigentlich ausschließlich vom russischen Präsidenten und einer verantwortlichen Politik der Russischen Föderation abhängt. Frau Scholze, das